Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Wir machen heute etwas Real Talk. Real Talk kommt immer freitags. Falls ihr Fragen wollt und falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Und dann würde ich jetzt mal beginnen. Also, jetzt mal Real Talk. Also, ich habe mir ein paar Dinge ausgedacht. Am Ende mache ich auch noch ein paar Fragen an euch. Und ja. Also, Schule zurzeit, wir kriegen halt ziemlich viel auf und so. Und, aber trotzdem versuche ich mir halt noch Zeit für euch, für meine Community zu nehmen. Auch wenn sie nicht besonders groß ist, aber naja. Und ich finde, YouTube macht mir auch sehr viel Spaß. Und ja, deswegen nehme ich mir auch meistens Zeit dafür. Und jetzt zur aktuellen Situation einfach mal. Heute hat mein kleiner Bruder Geburtstag und ja. Und heute ist halt einfach sehr, sehr viel los. Was ich aber nicht ganz verstehen kann, ist, warum manche Lehrer sich immer manchmal so denken, so, was geht mir denn den Kindern heute auf? Ach ja, machen wir mal mehr, als sie sonst schaffen würden. Sowas verstehe ich halt nicht. Und dann gehe ich halt immer zu meinem Freund Christoph. Sein Kanal heißt Frisches Brossers. Den könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Seine Videos sind auch ganz nice. Macht halt fast nur Brossers. Macht auch manchmal ein paar andere Dinge. Und ja, was ich auch noch ansprechen wollte, dass es mir auf alle Fälle leid tut, dass, glaube ich, vorgestern kein Video kam. Aber ich hatte an dem Tag halt sehr viel Schule und so zu machen und hatte auch was Besseres zu tun auf alle Fälle. Und ja, was ich jetzt auch nicht so ganz verstehe, ist. Und nein, erste Frage an euch, meinte ich. Erste Frage an euch auf alle Fälle. Wie kommt ihr denn zurzeit so zurecht mit der Schule und so? Dürft ihr wieder in die Schule gehen oder dürft ihr jetzt nicht so in die Schule? Oder müsst ihr noch weiter Homeschooling machen und Konferenzen und so? Könnt ihr mir gerne Bescheid sagen. Was auf alle Fälle ein Homeschooling-Tipp für mich ist, wenn ihr euren Namen ändern könnt in der Konferenz drinne, dann tut einfach Reconnecting hinschreiben und dann könnt ihr chillen. Dann reden wir mal ein bisschen über das neue Brawl Stars Update. Update ist ja jetzt draußen, Power League ist auch mit drinne. Power League echt verdammt geil geworden, muss ich schon sagen. Oh, gerade ein Video von Clash Games Online gekommen, sorry, dass das hier mit drin ist. Aber guckt auch noch zu Clash Games auf alle Fälle, oder war das Kevin Light, keine Ahnung. Aber guckt doch mal bei Clash Games vorbei, der macht coole Videos. Ich kenne ihn zwar nicht privat, aber ich weiß, dass er coole Videos macht und so. Was ich euch auch noch fragen wollte, ist, wie findet ihr eigentlich das Update? Also ich finde es ziemlich cool, der neue Brawler Stu ist halt so krank overpowered. Ist halt ziemlich stark schon und in der Runde. Also ich bin im Pro TV und gucke mir hier auch ein bisschen was an. Und in der Runde hier ist auch ein Stu und die scheinen zu gewinnen. Aber jetzt kommen wir mal wieder zum Real Talk. Das ist mein erstes Mal, dass ich Real Talk mache. Deswegen jetzt mal nicht wundern, wenn ich manchmal so vielleicht ein bisschen stotter oder so. Weil ich dachte mir heute halt auch einfach mal, ich mache heute mal Real Talk. Wie gesagt, Real Talk kommt immer freitags. Jede Woche. Ich versuche auch Daily Uploads auf alle Fälle zu machen. Und falls ihr Fragen möchtet, was ich alles so spiele. Also ich spiele Future Fight. Ich weiß nicht, ob ich dazu ein Let's Play machen möchte. Ich weiß nicht, ob euch das so interessiert. Schreibt auf alle Fälle mal in die Kommentare, ob ich zu Future Fight ein Let's Play machen soll oder nicht. Auf alle Fälle finde ich auch dieses Game sehr cool.
Future Fight ist halt echt schon ein cooles Game. Also für ein Handyspiel hat es verdammt gute Grafik. Ich spiele auch noch Rider. Rider ist halt, ist halt einfach ein ganz solides Spiel. Und da habe ich schon alle Bikes außer die Spezialbikes. Fehlen mir noch ein paar. World of Tanks. World of Tanks spiele ich auf alle Fälle auch. Habt ihr vielleicht bei meinem ersten Video schon mitbekommen. Ich weiß nicht, wie lange ihr jetzt schon dabei macht. Ich mache das auch erst seit einer Woche. Also nicht schlimm, wenn ihr mich noch nicht kennt. Auf alle Fälle bin ich im World of Tanks jetzt beim 5er und fast beim 6er. Und mein Ziel in World of Tanks, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ist auch ein Video dafür da. Dazu da, falls ihr das wissen möchtet, guckt es euch auf alle Fälle an. Und ja, dann habe ich jetzt noch ein paar Fragen für euch. Auf alle Fälle, wie findet ihr das Update? Wie kommt ihr mit der Corona-Situation so klar? Und dann noch ein paar andere Fragen. Wie findet ihr es besser eigentlich mit Game Sound, mit Musik oben drüber oder einfach nur mit Übervoisierung? Also jetzt, ich weiß nicht, ob man das Übervoisierung nennt. Ich nenne es einfach mal so. Und das waren eigentlich auch schon alle Fragen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und schaut bei Christoph vorbei. Und ciao.